Überlege, bevor du was sagst, das, was ich jetzt sage, ist das eine Aussage, die mich Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt? Wenn ja, dann mach es. Ist es eine Sünde, die vielleicht diesen Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala auf mich zieht, sodass er mich in das tiefste Höllenfeuer schmeißt? Dann schweige. Und wenn es nichts von beiden ist, dann schweige ebenso. Wenn es einfach nur sinnloses Gerede ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah subhanahu wa ta'ala und den jüngsten Tag glaubt, der soll was? Gutes reden oder schweigen? Nicht der soll Gutes reden und auch etwas reden, was in Ordnung ist und was keine Sünde ist. Entweder Gutes oder schweigen. Und viele von den Salaf, sie haben überliefert, dass sie ihre Worte vom Jum'a bis zum Jum'a zählen konnten. Yani von dem letzten Freitag bis zu diesem Freitag, sie wussten, ich habe so und so viele Worte gesagt. Warum? Weil es so wenige waren, dass sie zählen konnten.